der Diözesan-Jungschützentag. Was ist das eigentlich? Ja, der Bund der St. Sebastian-Schützenjugend im Erzbistum Paderborn richtet jährlich einen Diözesan-Jungschützentag aus. Also unser größtes Begegnungsfest unserer knapp 7000 Mitgliedern im Erzbistum Paderborn. Und in diesem Jahr hatten wir das Glück, dass sich die Schützenbruderschaft Borgentreich beworben hat und wir mit der Jungschützenabteilung und dem Schützenverein den Tag ausrichten konnten. Frau Müller, wie zufrieden sind Sie nach diesem Tag? Wie ist Ihr Fazit? Mein Fazit ist einfach nur positiv. Ich bin begeistert. Es war rundherum eine gelungene Sache. Angefangen vom 40-jährigen Fahnenschwenkerjubiläum am gestrigen Tag bis heute zum Diözesan Jungschützentag mit allen neu gekürten Majestäten, mit allen Attraktionen. Das Wetter hat mitgespielt, die Messe, man hat Jung und Alt, Bevölkerung zusammengebracht. Ich bin begeistert. Sie haben in 2 Wochen selber wieder Königsschießen. In 3 Wochen steht das Schützenfest an. Was nehmen Sie für Ihren Schützenverein mit aus dieser Veranstaltung für die Zukunft? Also zum einen nehme ich mit, dass Jung und Alt zusammengewachsen sind, dass ich stolz bin auf unsere Jungschützenabteilung, unsere Fahnenschwenker sowohl als unsere Jungschützen. 2 Abteilungen, aber eine Jugendklasse möchte ich ausdrücken. Und als Fazit nehme ich damit, dass wir von der Bruderschaft im Vorstand mit der gesamten Bevölkerung, mit vielen Helfern zusammengewachsen sind, um so ein großes Ereignis zu stemmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle meine Helfer, die mich unterstützt haben und die es möglich gemacht haben, dieses Fest auf die Beine zu stellen.